Naja. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Space Engineers, der Bram, ja, ich bin irgendwie aus dem Schiff geportet worden und Bram bremst noch da hinten, er ist ein bisschen zu weit geflogen. dabei hast du schon 4 Kilometer vorher angefangen zu bremsen. Ich bin jetzt erst auf die halbe Geschwindigkeit runter, ich bin sofort schon 3 Kilometer wieder an dem Ding vorbeigeflogen. Ey, komm mal, komm her. Ja, ich bin gerade gestorben, dummerweise. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was das mit den Solarkollektoren auf sich hat. Ich meine, okay, die sind zur Energieerzeugung da, aber ist das jetzt zusätzlich zu den Reaktoren dann noch? Gute Frage. Schätze ich mal, wa? Denke auch. Wie macht man denn den Trickheitsdämpfer an? Z. Ah. Ja, das Business-Ship war jetzt irgendwie nicht so ertragreich, wie ich dachte. Ach, guck mal, deswegen fliegt das immer weiter, Christian. Der Trecker-Zimper war nicht an. Ah, lol. Okay. Das ist doch völlig bescheuert, weißt du? Wir machen Trecker-Zimper nicht an. Ja, normalerweise sind die ja rechtzeitig an. Sind die ja standardmäßig an. Ja, ja, eben. Warum sollte man den denn auslassen? So, wir brauchen interne Panzerung. Ich will das Ding da fertig bauen, weil dann können wir uns anderen Projekten widmen. Ne, das brauchen wir nicht. Ja, haben wir 2, im Ernst. Und Spaß, diese komischen gelben Schiffe, die haben total wenig interne Panzerung. Aua. So, ich komme. Voller. Wir haben da hier noch voll viel Eisen, wa? Wieso zur Hölle macht ihr denn so viel Computer und Panzerglas und so weiter? Weil ich Silizium gefunden habe. Endlich Panzerglas. Sehr gut. Dann mach mal hier, oh, fuck. Ja, was fehlt uns denn? Nickel und Silber. Boah, scheiße. Leute, das ist ein kleines gelbes Schiff bei mir im Weg. Das habe ich jetzt erst gesehen. Vorbei. Das ist aber echt eine Farce, ey. 5? Achso, nee, so viel ist verfügbar. Ich wollte schon sagen. Gib mir interne Panzerung. Eine Panzerung macht er ja gerade ohne Ende. Naja, habe ich gerade eingestellt. Bei Eisen haben wir wirklich noch ganz gut. Das ist noch nicht so ganz, wofür wir Gold brauchen, aber Gold haben wir auch noch ein bisschen. Ja. 5300 Kilo Eisen haben wir noch. Aber geil. Ja, wir müssen noch mehr haben. Wir haben auf jeden Fall noch einen Slot, wo auch noch mal irgendwie 10.000 oder 11.000 drin sind. Ich bin mal wieder voll. Habt ihr eigentlich mal mitbekommen, dass irgendwie die Kanonen, die hier alle sind, schießen? Ja, auf Asteroiden habe ich schon öfter gesehen. Ja? Okay. Ich sehe immer nur, wie die sich irgendwie verpeilt durch die Gegend drehen. So, gleich haben wir auch wieder ein Farming-Schiff, auch wenn das nicht wirklich. Aber das läuft. Ja, Peter, weißt doch. Funktionalität geht erstmal vor Optik. Ja, Optik ist auch nicht relevant, aber. Hast du nicht gerade gesagt, obwohl das nicht schön ist? Nee, so habe ich es nicht so gemeint. Ach, du bist hinten bei dem Asteroiden, wo das. Okay, das sieht ja mal abgefahren aus. Toll, Mama. Was ist los? Erstmal schön den. Ja, super, ich kann komm aus dem Schiff nicht raus, wenn ich den Motor ausmache. Ja klar, weil die Tür nicht aufgeht. Mach doch erst die Tür auf und dann den Motor aus. Ja, hab ich gerade gemacht. So. Hui. Haben wir noch ein Business-Schiff? Ja, Private Sale, alles klar, ich bin gleich wieder da.
Bram wird jetzt Weltraumpirat. Ja, es wäre noch echt cool, irgendwie so eine, später so eine, weiß ich nicht, so eine Alien-Rasse hier einzufügen oder so. Und dann kannst du dich da irgendwie in den Krieg mit denen stürzen. Das wäre total abgefahren. Das wäre echt cool. Ach, guck mal an, jetzt zieht er sich, Moment, die Sachen nicht aus meinem Inventar, sondern automatisch aus dem Schiff. Das ist ja geil. Bau schneller. So, let's try. Was? Oh nein, mir fehlen 2 medizinische Komponenten. Fuck. Stimmt, ich kann einfach den Trick jetzt einfach ausmachen. Dann verbrauche ich gar keine Energie, um bis dahin zu fliegen. Voll klug. Womit fliegst du denn weiter hin? Beim Jetpack. Ah, da ist ja Peters Penetrator wieder. Kommt dummerweise überhaupt... Man kommt gar nicht an die... Bohrer ran. Wir haben Stuff geladen, aber ich komme an die Bohrer überhaupt nicht ran. Musst du doch auch gar nicht, oder? Doch. Nee. Achso, weil die nicht verbunden sind, meinst du, wa? Ja, also die Bohrer sind zwar direkt an diesen Frachtcontainern dran, aber ich kann trotzdem nicht über die Frachtcontainer auf die Bohrer zugreifen, da ich mir das Zeug in den Inventar hole, weißt du? Ja, Moment, die Frachtcontainer. Nee, du musst auf die Bohrer, das habe ich auch gehabt. Auf die falsche Seite. Du musst auf die Bohrer einzeln zugreifen, wa? Ja, genau, ich muss auf die Bohrer gerade einzeln zugreifen, ja. Und die, die sind auch an der falschen Seite der Frachtcontainer. Und ich. Ja. Also am besten hättest du noch. Nee, Moment. Du meinst, die Frachtcontainer hätten quasi mit der Fresse nach vorne sein sollen, nicht mit dem Gelben nach vorne, oder was? Ja. Dann hätte das funktioniert? Weiß ich nicht. Könnte sein. Du könntest auch versuchen. Ja, nee, eine Verbindung macht da ja eigentlich nichts. Ich hatte jetzt an Conveyor gedacht, aber der bringt ja dann auch nichts, wenn du nur eine Richtung hast. Aber wir können das ja mal ausprobieren. Hast du irgendeinen Bohrer noch nicht leer gemacht? Ja, an die mittleren komme ich ja nicht mal dran. Ja, dann lass doch mal hier von dem hier den. Moment, nicht Cockpit. Nicht das Cockpit abbauen. Ja, bitte nicht, das habe ich gerade erst mittleren Frachtcontainer hier abbauen. Und einfach nochmal andersrum neu setzen und dann gucken, ob man da dran kommt. Wobei, nee, das ist ja auch Bullshit. Weil die Frachtcontainer sind ja untereinander nicht verbunden dann. Dann kommst du an den Frachtcontainer nicht mehr dran. Ja. Stimmt, das heißt, es gibt doch diese kleinen. Moment, lass mich mal ganz kurz gucken. Also, ihr hättet, glaube ich, von diese kleinen Röhren. Die sind ja auch, glaube ich, hier drunter, oder? Warte mal kurz. Ja, die sind nicht hier drunter. Also von dem Frachtcontainer hätte noch irgendwie ein Verbindungsstück zu den, Dingern. Gebogener Frachtcontainer. Lol, Moment. Das ist eine Förderleitung. Aber die Förderleitung ist auch nicht mit den mittleren Frachtcontainern verbunden. Moment. Wo geht die Förderleitung denn hin? Dann kannst du das... Doch, du müsstest das... Frachtcontainer groß. Doch, ich werde das mal umsetzen. Dann müsstest du das eigentlich... Über den großen Frachtcontainer müsstest du dann darauf zugreifen können, der unten drunter ist. Ich baue das jetzt mal ab. Okay. Mittlerer Frachtcontainer war das. So. Dann setzen wir den jetzt mal neu. Machen wir das denn da? Ich glaube, du brauchst dann ja gar keinen Frachtcontainer da reinsetzen. Wie wär's, wenn du hier auch so eine Verbindungsleitung da reinsetzt? Ja, aber dann hast du mehr Fassungsvermögen. Oder reicht das schon? Ich weiß nicht. Moment. Oh oh, warte mal eben. Energetisch Anzug ist niedrig. Ups. Ich muss mich gerade mal wieder aufladen. Ich habe auch Schaden genommen. Wie sieht das aus, Bram? Bist du schon beim Private Sale? Ja. Und? Ja, komm, ich komme gerade mit dem neuen Schiff an. Nice. So, wo war das denn jetzt? Da. Was ist das denn hier in der Mitte? Das ist auch ein mittlerer Frachtcontainer. Der macht da aber gar keinen Sinn, weil der ist ja mit gar nichts verbunden. Oder wo wir doch mit dem anderen mittleren Frachtcontainer.
Ey, Moment. Wenn du, nee. Dann verbindest du nur den. Du könntest hier einen Conveyor reinbauen, statt einem Frachtcontainer. Dann müsste... Ach Gott. Sind hier noch wichtige Sachen drin, Peter? Wo drin? Nur in den Bohrern höchstens. Weil jetzt kann ich an den einen Bohrer ja dran. Wie immer. Ja, das habe ich schon rausgenommen. Da tue ich meine Station eben. Okay. Weil ich bin dann gerade am überlegen, die anderen zwei Container da auch noch abzubauen und dann mal zu gucken, ob man das nicht irgendwie umbaut. Das hat ein bisschen besser passt. So. Da, so, 7,8 Meter noch. Haben wir noch ein neues Schiff. Ach so. Hui. Sehr gut. Muss ich auch schön steuern, im Gegensatz zu dem anderen. Ist das Bewaffnung? Hä? Ja, wobei, Peter, wir müssen das ja umbauen, weil du hast ja echt das Problem, dass die Bohrer das nicht... Was machst du denn da? Das muss auch weg. Warum das denn? Weil da auch eine Leitung rein muss. Aber das ist doch eine gebogene Förderleitung, oder nicht? Das, was ich hier gerade abbaue. Ach nee, das ist... Ach so, okay. Ach so, nee, dann war das nicht symmetrisch. Absolut korrekt. So, dann machen wir hier den mittleren Frachtcontainer mal weg. Wie viel passt denn in den großen überhaupt rein? Wow, wow, wow. Jetzt total. Oh, Moment. Die Bohrer sind jetzt nicht mehr mit dem Schiff verbunden. Ich glaube, man sollte da jetzt nicht gegenfliegen, oder? Oh, das könnte sehr gut sein, ja. Holy fuck. Okay, der Frachtcontainer groß. Der fasst 270.000 Liter. Wir sollten jetzt, glaube ich, nicht zu anspruchsvoll sein, dafür, dass das unser einziges Mining-Schiff ist. Ja, eben. Also, das reicht eigentlich. Jetzt heißt, wir müssen das nur die einzelnen Bohrer mit dem Zeug hier verbinden. Ach so, du machst jetzt da anstatt der Panzerung so eine gebogene Förderleitung, ne? Ja, eine Idee, ja. Okay, dann müssen wir nur noch gucken, wie wir die mittleren da reinkriegen. Wie ist denn ein Conveyor aufgebaut? Ne, Moment. So. Wo fährt er den? Das war hier unten irgendwo, ne? Da. Förderband, bla bla bla, Sammler, kleines Förderband, Auswurf. Hä? Wow. Achso, ne, Moment, das Förderband hat doch in alle Richtungen so ein Ding. Das können wir da einfach bauen, wa? Das klingt gut, ja. Probieren wir mal aus. So, wenn wir das... Moment, lass mich mal einmal ganz kurz hier erst die gebogene Förderleitung bauen. Oh lol, Moment. Das Förderband hat aber... unterschiedlich große Ausgänge. Meinst du wirklich, dass die kleinen Eingänge von so einem Förderband auch an die kleinen Bohrereingänge müssen? Das weiß ich nicht. Das befürchte ich schon fast. Oh Gott, das ist ja dann... Ja, da geht das nicht, Mama, weil... Oh Gott, weil dann ist der Bohrer ganz außen und funktioniert halt mit dem irgendwie nicht. Hä? Ja, sehr gut. Erstmal die Schiffe leer machen, die ich gerade hier abgesnackt habe. Moment, Bild... Entfernen und Bild ab ist. Position 1. Uns fehlt Nickel. Boah, das ist mit der Kamera aber irgendwie ganz schön tricky, ey. Mit dem Förderband, das kriege ich da irgendwie nicht richtig dran positioniert.
Moment, wie ist denn das jetzt so? Ja, das sollte doch passen, du Hure. Wieso geht denn das nicht? Was soll das denn? Moment, oder muss ich ein kleines Förderband nehmen? Das geht aber auch nicht. Peter? Ja? Irgendwie kann ich das kleine Förderband nicht an den Ausgängen der Bohrer positionieren. Das damit zu tun haben, dass die Bohrer nicht mehr fliegen? Am Schiff sind? Ich weiß es nicht. Alles klar. Neue Mission, ich bin noch mal kurz weg. Was kommt denn da für ein Schiff? Mining. Aber das schießt dich da wieder kaputt, oder? Ja, weiß nicht, vielleicht hab ich das nur kaputt geschossen, weil ich mit einem Schiff da war. Vielleicht kann ich ja auch jetzt aufgrund meiner geilen Wendigkeit und Geschwindigkeit einfach da reinfliegen quasi, weißt du, direkt dran. Dass ich nicht abgeschossen werden kann. Also vorher war ja hier ein Frachtcontainer mittel zwischen. Den kann ich jetzt auch nicht mehr hinbauen, Peter. Echt nicht? Ja. Eventuell müssen wir die Bohrer dann abbauen. Sind sowieso zu viele, ehrlich gesagt, um die vernünftig zu verbinden, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, die äußeren, die kriegst du nicht mit dem... Also die kriegst du nur über einen Umweg verbunden. Wir müssten da echt erstmal reichen. Ja, dann lass sie... Ich hoffe mal, dass wir so viel wie möglich wiederbekommen von den Bohrern. Ja, warte, dann hole ich das Zeug jetzt da raus. Oder ist noch nicht alles raus? Weiß ich nicht. Ich hab da nicht mehr rein. Nee, da sind nur Sachen drin. Bei dem Äußeren bin ich gerade abbaue. Oh fuck, Lebensenergie. Uiuiui! Energie meine ich. Nee, da sind noch Sachen drin. So. Oh oh. Ah, komm schon. Da ist noch Uran drin. Ja, ich gehe da nochmal dran. Dann haben 2500 Meter noch. Ich hole mir das Ding jetzt. Was ist der denn da schon wieder? Ah, da, Mining Carriage. Da steht mein Name drauf. Okay, hier waren nur Steine drin. Ey, der will das nicht da rausnehmen. Warum will der das Uran nicht da rausnehmen? Vielleicht bist du voll? Das Ding haut ab! Ich hab da kein Uran mehr drin. In Bohrer 5? Und in Bohrer 1 habe ich noch Uran drin bei mir. Bohrer 5 ist bei mir leer und Bohrer normal, also Bohrer 1 auch. Das ist alles leer. Okay, dann ist das Bug. Nun gut. So, jetzt heizt sich mal volle Möhre, also nicht volle Möhre, aber jetzt heizt sich mal dagegen gucken. Ja, das fliegt aber auch nicht weg. Oder? Doch, jetzt bewegt sich das. Nicht Richtung rotes Schiff, nein. Oh Gott. Ich muss dich in die andere Richtung bupsen. So. Nein, ich bin tot. Hattet auf dich geschossen? Sicher. Nein, nicht mit mir. Ich nehme jetzt einfach eins von diesen gelben kaputten und flieg da voll rein im Zweifel. Harakiri, bra. Nein, war einen auf Japaner im Zweiten Weltkrieg mache ich jetzt. So, Peter. Peter.
Peter, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier zusammen frimmeln. Scheiße, stimmt. Ja, uns fehlen Motoren, wir haben keinen Nickel mehr. Nee, Moment, ich habe da eben Motoren habe ich doch gerade hier irgendwo reingepackt. Nein. Da, 18 Stück habe ich noch. Ja, das ist gut. Du. So. Was ist das hier? Auch ein Förderband? Achso. Frage, ob wir einfach drei Bohrer jetzt davor setzen können, weißt du? Ja, theoretisch schon. Wir probieren das erstmal mit einem, würde ich sagen, und gucken, ob das funktioniert. Im Ernst? Oder? Weil. Ja. Achso. Sollte aber klappen. Boah. Man zusammenschweißt, geht das ganz schön schnell, der leckt mir am Arsch. Oh ja, so, dann. Dann flieh ich mal. Ich weiß, wie oft wir diese Bohrerschiffe schon umgebaut haben. Ey. Ja. Ja, du musst jetzt nur aufpassen mit den Außenseiten, ne? Dadurch, dass du halt nur in der Mitte einen Bohrer hast, kannst du nicht sehr nah ran. So, das reicht ja schon. Die Frage, ob du, wenn du jetzt von außen an irgendein Frachtding gehst, ob du darauf zugreifen kannst oder nicht. Ja, warte mal, ich gehe an den großen Frachter. Das sollte ja eigentlich leer gewesen sein, das Schiff, ne? Ja, genau. Ne, in Bohrer 6 ist jetzt Ferrum und Stein. Warte mal, kann ich das denn in den Frachtcontainer legen? Wenn das nicht. Nee. Der Frachtcontainer groß ist nicht mit dem Bohrer 6 verbunden. Ja. Weil sonst könntest du da doch innerhalb des Schiffs hin und her bewegen. Das geht nicht. Das schon mal so nisch. Dann brauchen wir wirklich irgendwie einen Verbinder oder keine Ahnung, irgendwie was. Dann müssen wir den Bohrer wieder abbauen. Guck mal eben das Zeug da raus. Willst du den erst ein bisschen zurückfliegen oder willst du ihn da stehen? Ah, wobei das immer steht. Ach, das können wir von hier auch noch eben machen. Ja, ist die Frage, was dazwischen muss. Verbinder könnte sein. Wenn wir uns das mal gemerkt. Aua. Du hast mich angeschweißt. Oh. Ich schweiß gar nicht. So. Oder geschliffen. Egal. Ja, wenn wir uns das mal gemerkt hätten, wie das bei dem Ursprungsschiff gewesen ist. Weil da hat das hundertprozentig funktioniert. Ja, das ist wohl wahr, ja. Mach grad voll die tricky Action. Ich hab mein gelbes Schiff auf Triggerzimmer ausgestellt, lässt das voll drauf zufliegen und ich flieg gerade im Schatten selber, damit ich halt nicht abgeschossen werde. Du bist ja voll clever. Das funktioniert. So wie bei Battlefield, wenn man Panzer als Deckung nutzt. Ja, genau, quasi. Nur, dass mein Schiff halt nicht schießen kann. Probier das jetzt mit einem Verbinder. Moment, im Ernst? Ich glaube, ich habe mich da vertan. So? Ja, kann aber sein, weil sind die Verbinder nicht dafür da, um irgendwie Schiffe und Stationen oder sowas zu verbinden? Ja, das kann auch sein. Versuch mal mit dran zu schweißen. Ja, wobei, warte oder? Mal, können wir nicht testen? Pass auf, da machst du einen Verbinder dran, in der Mitte mache ich irgendwie ein Förderband dran und rechts mache ich irgendwie was anderes dran. Und dann gucken wir, welcher Bohrer das weiterleitet. Weil da müssen wir nicht jedes Mal abbauen, aufbauen, abbauen, aufbauen. Ja. Was? Den Verbinder? So, jetzt braucht er Anzeigen. Ich habe keine Anzeigen. So, dann machen wir in die Mitte. Keine Ahnung. Oder ein Sammler? Nee. Kleine gebogene Röhre. Nee, eine Röhre? Eine Förderleitung? Verdammt, ey. Wobei die kleinen sind viel zu klein. Gibt es eigentlich auch große Bohrer? Nee, ne? Weiß ich gar nicht. Ja, weil so eine Förderleitung ist ja im Endeffekt nichts anderes als das, was da schon dran ist. Das heißt, das wird nicht funktionieren. War der echt ein bisschen überfragt, ganz ehrlich. Ja, oder halt jetzt die funktionieren mit kleinen, aber wobei. Ja, aber du kannst die kleine, glaube ich, nicht an die große einfach pappen.
Weil die Kleinen sind echt klein. Ja. Wir brauchen irgendein Verbindungsstück. Oh, leg mir am Arsch! Brams Raumschlacht. Ja. Wie sieht aus? Das survive, Junge. Aber mach niemals den Trägheitsdämpfer aus, wenn du hinter einer Turbine fliegst. Oh. Ach, Turbinen machen ja auch Damage? Nee, aber die lassen dich wegfliegen. Geht gar keinen Motor dran. Gar kein Ding, glaube ich. Ich verstehe aber auch nicht. Oder mir fehlen die Sachen, um die da dran zu knallen. Ich verstehe aber auch echt nicht, wieso der Bohrer nach hinten so einen kleinen Auswurf hat und nicht so einen großen. Das ist doch total bescheuert. Tja, wie finden wir das denn jetzt raus? Weil von den Sachen, die man sonst noch so bauen kann, also Förderband, das ist... Ja, Förderband könnte man ausprobieren, das hat nämlich auch... Wieso kann ich den Förderband nicht da dran bauen? Was soll das? Sie benötigen interne Panzerung, um Förderband zu... Ach, weil ich die Rohstoffe dafür nicht habe, kann ich die Dinger nicht setzen. Ja, stimmt, man braucht ja irgendwie eins von allem. Ich brauche interne Panzerung, das muss ich mal eben holen. Ich weiß nicht, was man braucht, wirklich. Bitte? Bami, was man wirklich braucht. Ja, ich probiere das jetzt mal mit dem Förderband, weil das Förderband hat sowohl große als auch kleine Ausgänge. Ah, okay. Das könnte das Verbindungsstück sein. Egal, ich habe noch für 4 Minuten Treibstoff. Nein, nicht hochfliegen! Lol, wie für 4 Minuten? In dem Anzug? In dem gelben Schiff. Achso. So, Moment. Dann Förderband. Dann machen wir das mit den kleinen Dinger nach vorne. So. Schmeißen wir das mal zusammen. Hast du noch Herstellungskomponenten? Ja. Wenig, Moment, ich hole kurz. Hammer. 5 Stück fehlen. Sehr gut. War ja der Scheiß, ey. So. Ich muss gerade mal eben was. Ich bin sofort wieder bei euch. Wo ist. Nein! 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 Verdammte Kacke! Was ist passiert? 50 Meter von dem Ding entfernt abgeschossen worden. Oh Mann. Ah, cool. Ey, geil, ich bin in meinem Schiff gespawnt, am Carrier direkt. Jawohl, zerg ihn down. Mach ich auch. Okay, so, kannst du jetzt den Christian, weißt du, was das ist? Was? Das ist, wir haben jetzt 2 von den Dingern nebeneinander geknallt. Exakt diesen Dingern. Wie exakt diesen Dingern? Ja, wir aber haben schon ein Förderband. Ja, aber, also, ja, aber da sind die kleinen Ausgänge nach unten. Vielleicht ist das gar nicht so verkehrt. Vielleicht hätten wir einfach da Bohrer dran knallen sollen und die 3 kleinen Ausgänge mit 3 Bohrern verbinden. Weil jetzt sind die zwar nach vorne, aber du kannst auch hier trotzdem nur einen Bohrer dran knallen, weißt du? Ist ja egal, dann machst du halt auf die anderen beiden Seiten auch. So. Hau mal einen Bohrer da dran, gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja, weil, was willst du denn mit Bohrern unten? Dann muss das Schiff ja die ganze Zeit nach unten fliegen. Nee, 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 du brauchst doch nicht Bohrer unten, aber du kannst ja unten rum die kleinen Leitungen legen einfach. Ach so, ja, das ist Quatsch. Ja, stimmt. So. Was machst du? Ich hab mir das nochmal angeguckt. Check ich's ab. Wo ist denn der Bram jetzt? Ja? Ich komm gleich, Junge. Gleich hab ich's. Boah, lass das bitte jetzt funktionieren, ey. Komm. Das müsste ja eigentlich schon reichen. Ja. Ich bin tot. Bin ich jetzt gestorben? So, komm, bitte, bitte. Ich bin wieder tot. Ach, das ist doch zum Kotzen. Das ist schon wieder in dem Bohrer drin. Du kannst das nicht in den großen Frachtcontainer tun. Warte mal, der große Frachtcontainer. Der ist hier drüber. Über das. Da ist ein Förderband dran. Also, du meinst jetzt hier unten an die 3 Dinger jeweils so Förderdinger bauen und die dann zu 3 Bohrern führen. Wäre eine Möglichkeit.
Aha, also so ein kleines Förderband. Also, Moment, die sind ja in alle Richtungen, ne? Das heißt... Da? Ja, ne? Dann bohre ich den Bohrer mal wieder ab. So. Tja, liebe Leute, und ob wir das wirklich geschissen bekommen, beziehungsweise wie das wirklich funktioniert, da wir das ja auch mal wieder nicht nachgucken. Das seht ihr dann in der nächsten Folge von Space Engineers. Und die Sachen, die in dem Bohrer waren, die sind gerade an mir vorbeigefallen. Ja, macht ja nix. Ich werde jetzt nochmal mein Inventar leeren. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge morgen um 18.30 Uhr. Wenn der Bram dann erfolgreich seinen Kaperungsversuch da macht. Haut rein. Tschüss. Tschüss.